sieht's aus mit meinem Zapfding? Da krieg ich nichts raus. Ist der Hälfte auf? Ja. Meine Damen und Herren, Klaus-Dieter Schön, der Ringrichter des ersten Kampfes, bildet um Vorstellung der beiden Boxer. Im Weltergewicht stehen sich gegenüber in der roten Ecke Vincenzo Gualtieri. Vincenzo Stadelführer im Landesverband Nordrhein-Westfalen. Er boxt gegen Ansor Marimelov, Baden-Württemberg. Rund 2, Runde 1. Vincenzo Gualtieri ist 20 Jahre alt und startet für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Sein Heimatverein ist der ASV Wuppertal. Vincenzo bestritt bisher 91 Kämpfe, wovon er 68 gewann. Er ist der Vize-Deutsche Meister bei den Männern. Betreut wird er heute von Jeremy Tolkowitz und Jochen Kempin. Thank you.
Anzor Magomedov ist 18 Jahre alt. Er startet für den Landesverband Baden-Württemberg. Zu Hause boxt er für den Goldblau Stuttgart. Anzor bestritt bisher 64 Kämpfe, wovon er 59 Mal als Gewinner den Ring verließ. Er ist der deutsche Meister aus dem Jahr 2009, süddeutscher Meister aus dem Jahre 2009 und 2012. Betreut wird er heute von Alexander Geier und Vitali Tarasov. Meine Damen und Herren, kommen wir zur Urteilsverkündung. Einstimmiger Punktsieger ist der Boxer aus der blauen Ecke, Anzor Magomedov.